Dazu sind bei uns der Psychiater Manfred Spitzer, der sagt, wegen der ganzen Computer und Smartphones verblöden wir komplett. Herr Spitzer, Sie sind Psychiater, Sie sind ärztlicher Direktor der Psychiatrischen Universitätsklinik in Ulm und einer, der Computer, Smartphones und das Internet nicht zuletzt dafür verantwortlich macht, dass wir so in sowas, was Sie die digitale Demenz nennen, abdriften werden. Sollten wir als Gesellschaft uns der Entwicklung entgegenstemmen, also gerade sowas wie einen Zwergenaufstand machen, der verhindert, dass Roboter uns ersetzen? Nein. Also, um das auch mal klar zu machen, ich habe nichts gegen Computer und auch nicht gegen das Internet. Natürlich, als Wissenschaftler und Arzt geht es nicht ohne. Und ich arbeite den ganzen Tag damit. Mein Punkt ist ja ein ganz wichtiger und der ist mir nach wie vor wirklich sehr wichtig. Wenn es um Kinder und Jugendliche geht, da müssen wir uns überlegen, wie lange müssen wir sie unbedingt davor schützen, vor den negativen Auswirkungen. Und da gibt es sehr viele und die sind dramatisch, die werden von Ihnen nie erwähnt, aber sie sind trotzdem da, von Angst, Aggression, Aufmerksamkeitsstörung bis über Depression, Demenz, bis hin zur Sucht und Diabetes auch noch dazwischen, Schlafstörungen, Schulversagen. All das, wenn man sich das mal klar macht, dann gibt es hier wirklich deutliche Risiken und Nebenwirkungen. Und über die spreche ich, über die habe ich auch noch ein Buch geschrieben. Und das ist mir wirklich wichtig. Was ist mit den Robotern? Fürchten Sie, dass die Roboter uns ersetzen werden? Na, ich fürchte das gar nicht, weil das werden sie in vielen Bereichen nicht tun. Und wenn, dann wird es noch viel länger dauern, als heute oft gesagt wird. Aber ich befürchte vor allem, dass wir auf dem Weg dahin viel falsch machen. Schauen Sie, auf dem Weg zur vernünftigen Anwendung von Röntgenstrahlen sind unendlich viele Leute gestorben. Vor allem Kinder, weil in Schuhgeschäften waren diese Fußdurchleuchtungsgeräte bis in die 70er Jahre, obwohl in den 50ern schon klar war, wie gefährlich das Ganze ist. Aber es hat lang gedauert und gerade Kinder und Jugendliche, die leiden extrem, ob sie das nun selber wissen oder nicht, aber die sind gefährdet durch digitale Medien. Wenn eine 13-Jährige 3 Stunden in Facebook ist, hat sie die doppelte Chance, mit 18 depressiv zu sein. Das muss man sich mal klar machen. In Südkorea haben wir über 30% Smartphone-Süchtige. Das geht so weit, dass da, wo Samsung herkommt, die Gesetze geändert wurden und nun junge Leute unter 19 geschützt werden vor den negativen Auswirkungen von Smartphones. Also da kann ich nicht sagen, ja, machen wir doch mit. Und, weil es gibt schon Länder, die weiter sind als wir, digital weiter, und die ihre jungen Leute vor den Auswirkungen schützen. Die gibt es schon. Wir sind noch nicht so weit. Wir haben ja auch erst 8% nach der neuesten Studie Smartphone-Suchtkranke Kinder. Ich frage Sie, kann man sich der Entwicklung noch mal entgegenstemmen? Spielt also überhaupt eine Rolle, ob wir das wollen oder nicht wollen? Ich glaube schon, dass es eine Rolle spielt. Und ich glaube auch nicht, dass wir da absolut hilflos sind. Ich glaube vielmehr, dass wir unbedingt Debatten führen müssen darüber, wie wir diesen Fortschritt lenken können, beeinflussen können. Ich glaube nicht, dass wir ihn aufhalten können. Ja? Ich glaube, wir müssen darüber reden, wie können wir ihn lenken. Und deswegen bin ich da auch nicht ganz auf der Seite von Herrn Spitzer, weil das, was er da gerade von sich gegeben hat und auch das Oeuvre, was ich von ihm in den Medien beobachten habe dürfen, das halte ich eben für Panikmache. Und ich halte es für eine Art von Panikmache, die kontraproduktiv ist, weil die Angst, die da ausgelöst wird, dazu führt, dass wir uns weniger damit beschäftigen. Das ist eine Form von Dämonisierung, die nicht dazu führt, dass wir das verstehen und informierte Entscheidungen treffen können, sondern dass wir denken, oh, das ist alles ganz schlimm, das muss man am besten verbieten. Und das halte ich für grundfalsch. Und wenn man, um auch von den Kindern nochmal zu sprechen, wenn man seinem Kind die Garantie mit auf den Weg geben möchte, dass es unbedingt arbeitslos wird, dann sollte man es dringend von allem Digitalen fernhalten. Falsch. Ganz falsch. Entschuldigung, das ist wirklich ganz falsch. Kinder profitieren von digitalen Medien überhaupt nicht, was ihre Gehirnentwicklung anbelangt. Im Gegenteil, stört die Sprachentwicklung, stört die motorische Entwicklung, stört Feinmotorik. Das ist die Grundlage von Denken. Also Kinder nehmen großen Schaden. Das ist ganz wichtig. Es ist auch ganz wichtig zu sehen, dass man
nicht sagen muss, wir brauchen jetzt ganz früh die Digitalisierung von Schulen und Unterricht. Weil nochmal, wir haben alle Daten der Welt, die zeigen, dass wenn Sie WLAN im Klassenzimmer macht, macht das Lernen um etwa 15% schlechter. Googlen ist die schlechteste Art des Wissenserwerbs. Aber Herr Spitzer, Moment mal, das liegt daran, dass wir keine Computer im Kopf haben. Fangen Sie doch mal an, wenigstens einen Hauch zu differenzieren. Moment mal, Sie können doch nicht sagen, dass etwas Komplexes in die digitale Sphäre Herr Lobo, auf alle Menschen, auf alle Kinder gleich wirkt. Das ist doch Unfug. Moment mal, das tun Sie gerade nicht. Sie haben auch eben gerade gesagt, dass die digitalen Medien, dass ich die verteufeln würde. Das stimmt alles überhaupt nicht. Dämonisieren, bitte. Da ist die Wortwahl ja, gut, sehr wichtig. Der Dämon halt. Aber mein Punkt ist doch der, die Schaden. Und zwar die Schaden nachgewiesenermaßen jungen Menschen. Und es ist eben nicht. Ich glaube, dass die Perspektive, die darauf Sie einnehmen, dass die grundsätzlich falsch ist. Sie möchten beweisen, Wasser ist tödlich. Also was machen Sie? Sie holen ein paar Nichtschwimmer und werfen die ins Meer. Und Sie möchten beweisen. Nein, es kommt darauf an, wie wir dieses Wasser verwenden. Sie möchten beweisen, Cola ist gesund und haben einen Mann auf der Insel, der gerade am Verhungern und am Verdursten ist. Meine Metapher war schöner. Jetzt kommt eine Colaflasche angeschwommen und deswegen hat er gewonnen. Sie gestatten mir, dass ich zwischen die Metaphorik mich noch mal reinklinke und zurück will zu den Realitäten. Herr Spitzer, in den Schulen, in den deutschen Schulen gibt es kaum Computer. Programmiersprache lernen ist kein Standardfach. Kann Deutschland sich das leisten, so fahrlässig mit der Zukunft seiner Kinder umzugehen? Völlig falsch. Entschuldigung. Das haben Sie jetzt, glaube ich, schon dreimal heute in der Sendung gesagt. Weil, ich bin auch nicht mehr, konnte dann nichts mehr sagen, weil das wurde immer abgewürgt. Aber ich muss es jetzt mal ganz klar sagen. Kinder sind keine Computer. Menschen machen keinen Download. Die verstehen was. Das ist beides wichtig. Moment, und wenn sie dann was verstanden haben, dann ändert sich ihr Gehirn. Und das nennen wir Neuroplastizität. Und da wissen wir, haben wir viel gelernt. Und wenn das passiert, dann findet tatsächlich Lernen statt. Da draußen gibt es kein Wissen, da gibt es nur Informationen. Um an dieses Wissen dran zu kommen, was da draußen an Informationen liegt, braucht man selber Wissen. Und das selber Wissen muss man haben. Das heißt, wir können auch nicht zum Beispiel Wissen durch Google ersetzen, weil man muss schon was wissen, um überhaupt googeln zu können. Denn wenn man keine Ahnung hat und man googelt zum Beispiel in der Medizin, dann kriegt man Morbus Google. Das ist auch schon, können Sie selber googeln, das wissen wir wieder, was da passiert. Nämlich man wird umso ängstlicher und verschreckter und das kostet sogar unser Gesundheitssystem mittlerweile schon Geld. Aber Wissen muss man ja auch lernen, haben Sie gerade selber gesagt. Ja, und das Lernen geht eben nicht am Rechner. Das geht eben nicht am Rechner. Es gibt eine große PISA-Studie. Was ist, wenn man programmieren? Darf ich es fragen? Programmieren darf jeder lernen. Das macht man aber nicht in der 3. Klasse, nicht in der 6. Klasse, sondern vielleicht ab der 8. Weil man muss schon ein bisschen Vorwissen haben und ein bisschen logische Prozesse können und auch schon ein bisschen logisch denken können, um das zu lernen. Mhm. Keiner, der ein Smartphone vor sich hat, lernt da Programmieren in der U-Bahn oder sonst irgendwo. Klar. Und nochmal, was da eben gerade gesagt wurde, ist einfach nur Unsinn. Wir wissen Folgendes. PISA-Ergebnisse haben gezeigt, dass wenn Sie 10 Jahre lang angucken, wie über 60 Staaten, wie viel die pro Kopf Schüler in IT investiert haben, dass es null Korrelation gibt zwischen dem Geld, was da reingeflossen ist, und dem Erfolg im Lernen. Nochmal. Wie sollen wir denn die jungen Menschen auf die digitale Welt und auf die digitale Wirtschaft vorbereiten, wenn wir ihnen Computer vorenthalten? Indem wir sie erstmal davor schützen. Umfragen unter Schülern und unter Lehrern. Und Lehrer und Schüler wünschen sich mehr Computereinsatz, mehr digitale Medien im Unterricht. Das stimmt nicht. Lehrerumfragen zeigen, dass 96% der Lehrer erkennen, dass die Motivation der Schüler im Unterricht gesteigert wird durch den Einsatz neuer Medien. Ich weiß nicht, wo die Studie herkommt. Jetzt gucken Sie nach Schweden. In Schweden steht auf jedem Schultisch steht ein PC. Und das, schon seit 10 Jahren. Die armen Kinder. Moment mal. Es gibt zwei Unternehmen in Europa, die absolut disruptiv waren und die Welt verändert haben. Das eine ist Skype und das andere ist Spotify. Und wo kommen die her? Die kommen aus Schweden. Weil schwedische junge Menschen früh mit IT zu tun haben und weil sie eine zweite Fähigkeit haben, sie sprechen perfekt Englisch. Ja, gut, und auch das gehört bei uns in die Schulen. Da brauchen wir einen neuen Bildungsauftrag, nicht nur der Privatschulen, sondern auch der öffentlichen Schulen. Junge Menschen, Grundschüler müssen voll zweisprachig aus der Grundschule rausgehen und in der Lage sein, in dieser Lingua Franca der digitalen Welt zu arbeiten, zu denken Herr Rolle, und zu träumen. Aber in Schweden, was auch passiert, ist, dass Kinder nicht mehr lernen, mit der Hand zu schreiben. Ist das schlau? Ist das so schlimm? Also ich kann meine Handschrift nicht mehr
Schultechnik. Ich kann meine Handschrift selbst nicht mehr lesen und das geht wahrscheinlich vielen anderen genauso. Die Handschrift ist, das haben amerikanische Wissenschaftler erst vor 2 Jahren wieder gezeigt, besser fürs Gedächtnis, wenn Sie in der Vorlesung mitschreiben, bleibt mehr hängen, als wenn Sie mittippen. Wenn Sie mitschreiben, beschäftigt sich Ihr Gehirn mehr mit den Inhalten, deswegen bleibt mehr hängen. Wir können die Handschrift nicht opfern. Ich möchte mal bitte ausreden. Okay. Kinder sind, nee, das hat mich jetzt wirklich aufgeregt, weil es wurde dauernd Sachen gesagt, die nicht stimmen. Und wenn ich das jetzt mal sagen darf, es geht mir ganz einfach, mir geht es wirklich nur um die Kinder und um die Jugendlichen. Mhm. Wir haben vorhin von empathiefähigen Robotern gesprochen. Das Problem, das wir doch im Moment haben, ist, dass die Empathiefähigkeit unserer Jugendlichen abnimmt. Und zwar einfach deswegen, weil sie zu viel Bildschirmmedienkonsum haben. Das wiederum zeigen große Studien, die das einwandfrei nachgewiesen haben. Weiterhin, wir haben das Jugendwort Zombie. Was meinen die damit? Durch das Smartphone werden sie zum Zombie, das heißt zum seelenlosen, willenlosen Menschen. Und wenn Sie mal überlegen, Entschuldigung, Sie haben keine Ahnung von dem, was Sie reden. Jetzt lassen Sie bitte mich mal kurz sagen, worum es geht. Sie keine Ahnung haben. Nein. Ja. Ich möchte mal, schauen Sie mal. Sie mögen schöne rote Haare haben, aber das macht's aber nicht. Mir geht es wirklich um folgenden Sachverhalt. Kinder und Jugendliche, die leiden unter der Digitalisierung unserer Welt. Und nochmal, die Störungen, die heißen Aufmerksamkeitsstörungen, die heißen Depression, die heißen Bluthochdruck, die heißen Diabetes, die heißen Haltungsschäden von Schlafstörungen, Schulversagen. Gar nicht zu reden. Das sind alles Dinge und Sucht. Waren Sie der gestrichen hat, das Internet zu dämonisieren? Oder habe ich das falsch verstanden? Im Moment dämonisiere ich nicht. Ich zähle den Inhalt wissenschaftlicher Studien auf. Und das ist, nein, ich Sie differenziere. Moment mal, Sie differenzieren im Moment doch überhaupt nicht, indem Sie einfach sagen. Ich widerspreche Ihnen nur. Ich widerspreche Ihnen. Sie versuchen zu differenzieren, denn wir haben eine Vielzahl von Problemen. Herr Lobo, wir haben eine Vielzahl von Problemen. Und jetzt lasse ich Sie mal nicht ausreden. Und die darin bestehen, dass es ganz wichtig ist, dass wir die Kollateralschäden, die Digitalisierung derzeit bringt. Sie haben von Disruption gesprochen. Darf ich was fragen, gesprochen. Herr Spitzer? Das ist Angst machen. Herr Spitzer, können Sie mich hören? Und wenn Sie das ernst meinen, ja, das dann macht gehen Sie jetzt hier vorsätzliche Körperverletzung. Moment mal gerade, Herr Spitzer. Das Fernsehen macht dick, dumm und gewalttätig. Und wer das leugnet, hat die Studien dazu nicht gelesen. Herr Spitzer, darf ich jetzt mal was fragen? Wie schlagen Sie denn vor? Kann man jungen Menschen, die in eine Welt hineinwachsen, die sehr digitalisiert, möglicherweise ganz durchdigitalisiert ist, wie kann man diesen Menschen von mir aus in ihrem Sinne vernünftig beibringen, dass sie sich mit Computern auskennen? Zunächst mal müssen sich junge Menschen nicht ganz früh mit Computern auskennen. Zweitens müssen wir sie vor digitalen Medien schützen. Ich kann nicht genau sagen, bis wann. Okay. Das kann sein bis 14, das kann sein bis 16, weil bis dahin, nach allem, was, wie gesagt, was klar ist, richten die größten Schaden an als Nutzen. Es ist nicht wahr, dass 95% aller Lehrer mehr Digitalisierung wollen. Ich habe erst letzte Woche war ich in Italien, da sprach mich ein Lehrer an und der sagte, Herr Spitzer, wissen Sie, ich habe 2 Klassen. Die eine, die haben alles digital und auch ein Smartboard und iPads. Und die anderen, die haben Kreide, Tafel und Bücher. Und ich sehe jeden Tag, dass die, die traditionell unterrichtet werden, und zwar von mir, ich bin der gleiche Lehrer, dass die besser sind. Die sind weniger abgelenkt, die lernen mehr. Aber wissen Sie was, sagte mir auch, wenn ich digital unterrichte, ich habe nämlich eine Qualifikation gemacht, und wenn man die gemacht hat in Italien, verdient man mehr. Ich verdiene also mehr, wenn ich schlechteren Unterricht mache. Also das sagen mir nicht daran, das sagen möchte, aber Herr Professor Spitzer, Sie haben jetzt wirklich die allerlängste Redezeit von allen in der Runde gehabt. Ich möchte noch mal ganz kurz sagen. Und Sie sind das lebende Beispiel dafür, dass der Verzicht auf digitale Medien nicht zu besseren Umgangsformen führt. Das will ich Ihnen sagen. Ich arbeite den ganzen Tag mit digitalen Medien. Also was digitale Medien mit Umgangsformen machen, das haben wir im Tatort gesehen. Ich würde gerne zum Thema noch mal. Ich würde auch gerne was zum Thema sagen. Die Studie würde ich, ja. Die Studie zweifle ich. Ich wollte jetzt noch mal ganz kurz auf das reagieren, Herr Spitzer. Sie haben ja vorher mich angegriffen und gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich würde da gerne kontern mit der Antwort, dass Sie sehr viel Ahnung haben, aber Sie benutzen sie für Angstmacherei, um mehr Bücher zu verkaufen. Das stimmt nicht. Das stimmt natürlich. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Sie haben die führenden Werke
Digitalablehnung geschrieben. Und deswegen versuchen sie, den Menschen Angst zu machen. Das ist eine sehr einfache Rechnung. Ja, sie sind disruptiv. Für mich eine Art Digital-Sarazin, nicht mehr. Und der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist, sie differenzieren nicht. Sie sagen nicht, haben hier und dort und dort Probleme mit der digitalen Sphäre, mit den Jugendlichen. Die haben wir, ohne Zweifel. Ich schreibe alle drei Wochen neue einzeln. Artikel darüber. Ich nenne sie die auch einzeln. Ja, aber sie fangen nicht an zu differenzieren. Sie zählen nicht die Chancen auf. Sie sagen nicht, was passiert, wenn man Jugendliche erst mit 16 ans Internet ranführt. Was für bizarr, in was für einer Welt leben sie? Worauf möchten sie die jungen Kinder denn überhaupt vorbereiten? Auf die 1950er oder was? Das kann doch nicht sein, dass sie den Menschen den Zugang... Ich möchte sie schützen vor Dingen, die süchtig machen und die Gehirnentwicklung beeinträchtigen. Und das sehen sie nicht, weil sie davon keine Ahnung haben. Entschuldigung, das ist so. Ich möchte Kinder... Wir haben nicht die Bohne einer Ahnung von der digitalen Sphäre. Mich interessiert nicht, was Sie glauben, was süchtig macht oder nicht. Was mich interessiert... Darauf kommt es nicht an. Was ich glaube, es kommt darauf an, was in der Wissenschaft ist. Was mich interessiert, ist, wie die Welt dort draußen sich verändert. Das sehe ich auch, jeden Tag. Wissen Sie was, ich habe Patienten, die spielen 18 Stunden World of Warcraft. Und die sind völlig kaputt. Haben Sie Bekannte? Nein. Herr Spitzer, die kommen nicht mehr klar. Und das bestreitet niemand. Die kommen überhaupt nicht mehr klar. Vor denen haben wir eine halbe Million in Deutschland alleine. Das sagt unsere Suchtbeauftragte. Und ich habe mit denen jeden Tag zu tun. Wissen Sie, ich weiß, was es heißt, dass digitale Medien tatsächlich Probleme machen können. Das weiß ich. Und das lasse ich von Ihnen nicht mehr sagen, weil ich davon keine Ahnung habe. Online.de. Großartige Kurse. Können Sie mal reingucken? Ja, gucken Sie mal. Ich will weitergehen mit Ihnen. Dazu sind bei uns der Psychiater Manfred Spitzer, der sagt, wegen der ganzen Computer und Smartphones verblöden wir komplett. Herr Spitzer, Sie sind Psychiater, Sie sind ärztlicher Direktor der Psychiatrischen Universitätsklinik in Ulm und einer, der Computer, Smartphones und das Internet nicht zuletzt dafür verantwortlich macht, dass wir so in sowas, was Sie die digitale Demenz nennen, abdriften werden. Sollten wir als Gesellschaft uns der Entwicklung entgegenstemmen, also gerade sowas wie einen Zwergenaufstand machen, der verhindert, dass Roboter uns ersetzen? Nein. Also, um das auch mal klar zu machen, ich habe nichts gegen Computer und auch nicht gegen das Internet. Natürlich, als Wissenschaftler und Arzt geht es nicht ohne. Und ich arbeite den ganzen Tag damit. Mein Punkt ist ja ein ganz wichtiger und der ist mir nach wie vor wirklich sehr wichtig. Wenn es um Kinder und Jugendliche geht, da müssen wir uns überlegen, wie lange müssen wir sie unbedingt davor schützen, vor den negativen Auswirkungen. Und da gibt es sehr viele und die sind dramatisch, die werden von Ihnen nie erwähnt, aber sie sind trotzdem da, von Angst, Aggression, Aufmerksamkeitsstörungen bis über Depression, Demenz, bis hin zur Sucht und Diabetes auch noch dazwischen, Schlafstörungen, Schulversagen. All das, wenn man sich das mal klar macht, dann gibt es hier wirklich deutliche Risiken und Nebenwirkungen. Und über die spreche ich, über die habe ich auch noch ein Buch geschrieben. Und das ist mir wirklich wichtig. Was ist mit den Robotern? Fürchten Sie, dass die Roboter uns ersetzen werden? Nein, ich fürchte das gar nicht, weil das werden sie in vielen Bereichen nicht tun. Und wenn, dann wird es noch viel länger dauern, als heute oft gesagt wird. Aber ich befürchte vor allem, dass wir auf dem Weg dahin viel falsch machen. Schauen Sie, auf dem Weg zur vernünftigen Anwendung von Röntgenstrahlen sind unendlich viele Leute gestorben. Vor allem Kinder, weil in Schuhgeschäften waren diese Fußdurchleuchtungsgeräte bis in die 70er Jahre, obwohl in den 50ern schon klar war, wie gefährlich das Ganze ist. Aber es hat lang gedauert und gerade Kinder und Jugendliche, die leiden extrem, ob sie das nun selber wissen oder nicht, aber die sind gefährdet durch digitale Medien. Wenn eine 13-Jährige 3 Stunden in Facebook ist, hat sie die doppelte Chance, mit 18 depressiv zu sein. Das muss man sich mal klar machen. In Südkorea haben wir über 30% Smartphone-Süchtige. Das geht so weit, dass da, wo Samsung herkommt, die Gesetze geändert wurden und nun junge Leute unter 19 geschützt werden vor den negativen Auswirkungen von Smartphones. Wie über 60 Staaten, wie viel die Pro-Kopf-Schüler in IT investiert haben. Dass es null Korrelation gibt zwischen dem Geld, was da reingeflossen ist, und dem Erfolg im Lernen. Nochmal. Wie sollen wir denn die jungen Menschen auf die digitale Welt und auf die digitale Wirtschaft vorbereiten, indem wir sie erstmal davor schützen? Wenn wir ihnen Computer vorenthalten? Indem wir sie erstmal davor schützen. Umfragen unter Schülern und unter Lehrern. Und Lehrer und Schüler wünschen sich mehr Computereinsatz, mehr digitale Medien im Unterricht. Das stimmt nicht. Lehrerumfragen zeigen, dass 96% der Lehrer erkennen, dass die Motivation der Schüler im Unterricht gesteigert wird durch den Einsatz neuer Medien. Ich weiß nicht, wo die Studie herkommt. Jetzt gucken Sie nach Schweden. In Schweden steht auf jedem
Auf jedem Schultisch steht ein PC. Ja, und das schon seit 10 Jahren. Die armen Kinder. Und jetzt gucken Sie sich die Moment, ist Ihnen, ist Ihnen eigentlich klar? Zwei Unternehmen, in Europa, die absolut disruptiv waren und die Welt verändert haben. Das eine ist Skype und das andere ist Spotify. Und wo kommen die her? Die kommen aus Schweden. Weil schwedische junge Menschen früh mit IT zu tun haben und weil sie eine zweite Fähigkeit haben, sie sprechen perfekt Englisch. Ja, gut, und auch das gehört bei uns in die Schulen. Da brauchen wir einen neuen Bildungsauftrag, nicht nur der Privatschulen, sondern auch der öffentlichen Schulen. Junge Menschen, Grundschüler müssen voll zweisprachig aus der Grundschule rausgehen und in der Lage sein, in dieser Lingua Franca der digitalen Welt zu arbeiten, zu denken Herr Rolle, und zu träumen. Aber in Schweden, was auch passiert, ist, dass Kinder nicht mehr lernen, mit der Hand zu schreiben. Ist das schlau? Ist das so schlimm? Also ich kann meine Handschrift selbst nicht mehr lesen und das geht wahrscheinlich vielen anderen genauso. Die Handschrift ist, das haben amerikanische Wissenschaftler erst vor 2 Jahren wieder gezeigt, besser fürs Gedächtnis, wenn Sie in der Vorlesung mitschreiben, bleibt mehr hängen, als wenn Sie mittippen. Wenn Sie mitschreiben, beschäftigt sich Ihr Gehirn mehr mit den Inhalten, deswegen bleibt mehr hängen. Wir können die Handschrift nicht opfern. Ich möchte mal bitte ausreden. Okay. Kinder sind, nee, das hat mich jetzt wirklich aufgeregt, weil es wurde dauernd Sachen gesagt, die nicht stimmen. Und wenn ich das jetzt mal sagen darf, es geht mir ganz einfach, mir geht es wirklich nur um die Kinder und um die Jugendlichen. Mhm. Wir haben vorhin von empathiefähigen Robotern gesprochen. Das Problem, das wir doch im Moment haben, ist, dass die Empathiefähigkeit unserer Jugendlichen abnimmt. Und zwar einfach deswegen, weil sie zu viel Bildschirmmedienkonsum haben. Das wiederum zeigen große Studien, die das einwandfrei nachgewiesen haben. Weiterhin, wir haben das Jugendwort Zombie. Was meinen die damit? Durch das Smartphone werden sie zum Zombie, das heißt zum seelenlosen, willenlosen Menschen. Und wenn Sie mal überlegen, Entschuldigung, Sie haben keine Ahnung von dem, was Sie reden. Jetzt lassen Sie bitte mich mal kurz sagen, worum es geht. Dass Sie keine Ahnung haben. Schauen Sie mal. Sie mögen schöne rote Haare haben, aber das macht es nicht. Mir geht es wirklich um folgenden Sachverhalt. Kinder und Jugendliche, die leiden unter der Digitalisierung unserer Welt. Und nochmal, die Störungen, die heißen Aufmerksamkeitsstörungen, die heißen Depression, die heißen Bluthochdruck, die heißen Diabetes, die heißen Haltungsschäden von Schlafstörungen, Schulversagen. Gar nicht zu reden. Das sind alles Dinge und Sucht. Waren Sie denn der Strecke, hat das Internet zu demonisieren oder habe ich das falsch verstanden? Im Moment demonisiere ich nicht. Ich zähle den Inhalt wissenschaftlicher Studien auf. Und das ist, nein, ich differenziere. Moment mal, Sie differenzieren im Moment doch überhaupt nicht, indem Sie einfach sagen. Ich widerspreche Ihnen nur. Ich widerspreche Ihnen. Und das können Sie versuchen zu differenzieren, denn wir haben eine Vielzahl von Problemen. Herr Lobo, wir haben eine Vielzahl von Problemen und jetzt lasse ich Sie mal nicht ausreden. Und die darin bestehen, dass es ganz wichtig ist, dass wir die Kollateralschäden, die Digitalisierung derzeit bringt. Sie haben von Disruption gesprochen. Darf ich was fragen, Herr Spitzer? Das ist Angst machen. Herr Spitzer, können Sie mich hören? Und wenn Sie das ernst meinen, das Fernsehen macht dann gehen Sie jetzt hier vorsätzliche Körperverletzung. Moment mal gerade, Herr Spitzer, das Fernsehen macht dick, dumm und gewalttätig und wer das leugnet, hat die Studien dazu nicht gelesen. Herr Spitzer, darf ich jetzt mal was fragen? Wie schlagen Sie denn vor? Kann man jungen Menschen, die in eine Welt hineinwachsen, die sehr digitalisiert, möglicherweise ganz durchdigitalisiert ist, wie kann man diesen Menschen von mir aus in ihrem Sinne vernünftig beibringen, dass sie sich mit Computern auskennen? Zunächst mal müssen sich junge Menschen nicht ganz früh mit Computern auskennen. Zweitens müssen wir sie vor digitalen Medien schützen. Ich kann nicht genau sagen, bis wann. Das kann sein bis 14, das kann sein bis 16, weil bis dahin, nach allem, was klar ist, richten die größten Schaden an als Nutzen. Es ist nicht wahr, dass 95% aller Lehrer mehr Digitalisierung wollen. Ich habe erst letzte Woche war ich in Italien, da sprach mich ein Lehrer an und der sagte, Herr Spitzer, wissen Sie, Smartphones. Also, da kann ich nicht sagen, ja, machen wir doch mit. Und weil es gibt schon Länder, die weiter sind als wir, digital weiter, und die ihre jungen Leute vor den Auswirkungen schützen. Die gibt's schon. Wir sind noch nicht so weit. Wir haben ja auch erst 8% nach der neuesten Studie Smartphone-suchtkranke Kinder. Ich frage Sie, kann man sich der Entwicklung noch mal entgegenstemmen? Spielt also überhaupt eine Rolle, ob wir das wollen oder nicht wollen?
Ich glaube schon, dass es eine Rolle spielt. Und ich glaube auch nicht, dass wir da absolut hilflos sind. Ich glaube vielmehr, dass wir unbedingt Debatten führen müssen darüber, wie wir diesen Fortschritt lenken können, beeinflussen können. Ich glaube nicht, dass wir ihn aufhalten können. Ja? Ich glaube, wir müssen darüber reden, wie können wir ihn lenken. Und deswegen bin ich da auch nicht ganz auf der Seite von Herrn Spitzer, weil das, was er da gerade von sich gegeben hat und auch das Oeuvre, was ich von ihm in den Medien beobachten habe dürfen, das halte ich eben für Panikmache. Und ich halte es für eine Art von Panikmache, die kontraproduktiv ist, weil die Angst, die da ausgelöst wird, dazu führt, dass wir uns weniger damit beschäftigen. Das ist eine Form von Dämonisierung, die nicht dazu führt, dass wir das verstehen und informierte Entscheidungen treffen können, sondern dass wir denken, oh, das ist alles ganz schlimm, das muss man am besten verbieten. Und das halte ich für grundfalsch. Und wenn man, um auch von den Kindern nochmal zu sprechen, wenn man seinem Kind die Garantie mit auf den Weg geben möchte, dass es unbedingt arbeitslos wird, dann sollte man es dringend von allem Digitalen fernhalten. Falsch. Ganz falsch. Entschuldigung, das ist wirklich ganz falsch. Kinder profitieren von digitalen Medien überhaupt nicht, was ihre Gehirnentwicklung anbelangt. Im Gegenteil, stört die Sprachentwicklung, stört die motorische Entwicklung, stört Feinmotorik. Das ist die Grundlage von Denken. Also Kinder nehmen großen Schaden. Das ist ganz wichtig. Es ist auch ganz wichtig zu sehen, dass man nicht sagen muss, wir brauchen jetzt ganz früh die Digitalisierung von Schulen und Unterricht. Weil nochmal, wir haben alle Daten der Welt, die zeigen, dass wenn Sie WLAN im Klassenzimmer macht, macht das Lernen um etwa 15% schlechter. Googlen ist die schlechteste Art des Wissenserwerbs. Das liegt daran, dass wir keine Computer im Kopf haben. Fangen Sie doch mal an, wenigstens einen Hauch zu differenzieren. Moment mal, das Sie können tun doch nicht Sie sagen, dass etwas Komplexes Moment mal, wie die digitale Sphäre Herr Lobo, auf alle Menschen, auf alle Kinder gleich wird. Das ist doch Unfug. Moment mal, das tun Sie gerade nicht. Sie haben auch eben gerade gesagt, dass die digitalen Medien, dass ich die verteufeln würde, was das stimmt, alles überhaupt nicht. Dämonisieren, bitte, da ist die Wortwahl ja, sehr wichtig. Der Dämon halt. Aber mein Punkt ist doch der, die Schaden, und zwar die Schaden nachgewiesenermaßen jungen Menschen. Und es ist eben nicht. Ich glaube, dass die Perspektive, die darauf Sie einnehmen, dass die grundsätzlich falsch ist. Sie möchten beweisen, Wasser ist tödlich. Also was machen Sie? Sie holen ein paar Nichtschwimmer und werfen die ins Meer. Und Sie Aber möchten ich sage, beweisen. Nein, es kommt darauf an, wie wir dieses Wasser verwenden. Sie möchten wir beweisen, Cola ist gesund und haben einen Mann auf der Insel, der gerade am Verhungern und am Verdursten ist. Meine und jetzt Metapher kommt eine, Cola, schöner, jetzt kommt eine Cola-Flasche angeschwommen und deswegen hat er gewonnen. Sie gestatten mir, dass ich zwischen die Metaphorik mich noch mal reinklinke und zurück will zu den Realitäten. Herr Spitzer, in den Schulen, in den deutschen Schulen gibt es kaum Computer. Programmiersprache lernen ist kein Standardfach. Kann Deutschland sich das leisten, so fahrlässig mit der Zukunft seiner Kinder umzugehen? Völlig falsch. Entschuldigung. Das haben Sie jetzt, glaube ich, schon dreimal heute in ja, der Sendung gesagt. Weil ich bin auch nicht mal, konnte dann nichts mehr sagen, weil das wurde immer abgewürgt. Aber ich muss es jetzt mal ganz klar sagen. Kinder sind keine Computer. Menschen machen keinen Download. Die verstehen was. Das ist beides und wenn richtig. Sie, Moment, und wenn Sie dann was verstanden haben, dann ändert sich Ihr Gehirn. Und das nennen wir Neuroplastizität. Und da wissen wir, haben wir viel gelernt. Und wenn das passiert, dann findet tatsächlich Lernen statt. Da draußen gibt es kein Wissen, da gibt es nur Informationen. Um an dieses Wissen dranzukommen, was da draußen an Informationen liegt, braucht man selber Wissen. Und das selber Wissen muss man haben. Das heißt, wir können auch nicht zum Beispiel Wissen durch Google ersetzen, weil man muss schon was wissen, um überhaupt googeln zu können. Denn wenn man keine Ahnung hat und man googelt zum Beispiel in der Medizin, dann kriegt man Morbus Google. Das ist auch schon, können Sie selber googeln, das wissen wir wieder, was da passiert. Nämlich man wird umso ängstlicher und verschreckter und das kostet sogar unser Gesundheitssystem mittlerweile schon Geld. Aber Wissen muss man ja auch lernen, haben Sie gerade selber gesagt. Ja, und das Lernen geht eben nicht am Rechner. Jetzt, das geht eben nicht am Rechner. Es gibt eine große PISA-Studie. Was ist, wenn man programmieren darf? Das macht man aber nicht in der dritten Klasse, nicht in der sechsten Klasse, sondern vielleicht ab der achten. Weil man muss schon ein bisschen Vorwissen haben und ein bisschen logische Prozesse können und auch schon ein bisschen logisch denken können, um das zu lernen. Keiner, der ein Smartphone vor sich hat, lernt da Programmieren in der U-Bahn oder sonst irgendwo. Klar. Und nochmal, was da eben gerade gesagt wurde, ist einfach nur Unsinn. Wir wissen Folgendes. PISA-Ergebnisse haben gezeigt, dass wenn Sie 10 Jahre lang angucken,